Politik verstehen, Probleme nachvollziehen. Wir geben Antworten auf Fragen, die wirklich relevant sind. Genau das ist Europazeit. Die Sendung, bei der Sie nicht nur vor dem Fernseher sitzen, sondern selbst aktiv werden können. Und so beantworten Abgeordnete aus dem EU-Parlament die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Heute zu Gast Katrin Langensiepen. Sie ist eine deutsche Politikerin und Mitglied bei den Grünen. Seit 2019 sitzt sie im EU-Parlament und gehört der Fraktion Die Grünen EVA an. Weiterhin ist Langensiepen Vizevorsitzende des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Deutschland schneidet beim Thema Inklusion europaweit schlecht ab. Nach der Grundschule hört die Inklusion hierzulande auf. Welche Länder sind hier Spitzenreiter? Wie sieht der Standard bei fortgeschrittenen Ländern in der Inklusion aus? Ein Vorzeigeland per se gibt es in der EU so nicht. Inklusion betrifft nämlich alle Lebensbereiche. Inklusive Schule, barrierefreies Wohnen und barrierefreie Mobilität sowie gleiche Chancen für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Laut der UN-Behindertenrechtskonvention sind dies Menschenrechte, die von den Mitgliedstaaten garantiert werden. In der Realität sind wir aber insgesamt in der EU immer noch weit von der Umsetzung dieser Rechte entfernt. Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zieht sich weiter durch alle Lebensbereiche. Statt als gleichwertige Bürgerinnen, Schülerinnen, Konsumentinnen oder Mitarbeiterinnen angesehen zu werden, hängt Menschen mit Behinderung immer noch das Stigma Problemfall an. Immer noch bleibt der Platz in einer inklusiven Schule für viele Eltern ein Kampf. Die barrierefreie Wohnung eine Ausnahme und ein Mitarbeiter mit Behinderung ein Einzelfall mit Vorzeigecharakter. Klar ist, Menschen mit Behinderung werden durch Barrieren eingeschränkt und es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, diese Barrieren abzuschaffen. In jedem Land finden wir neben Negativbeispielen auch Positivbeispiele von Inklusion, wo bei uns in Deutschland das System der persönlichen Assistenz relativ gut funktioniert. Ist in Spanien allerdings das System der Sozialunternehmen wiederum stark ausgebaut. Letztes Jahr hat die EU die neue Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderung für die Zeit 2021 bis 2030 verabschiedet. Um EU-weit beim Thema Inklusion voranzukommen, müssen wir voneinander lernen und uns inspirieren und endlich Menschenrecht garantieren. Die Lösungen sind nämlich da. Der Onlinehandel hat zu vielen Veränderungen geführt. Bei vielen Produkten werden oder können auch keine Kontrollen durchgeführt werden, besonders bei Spielzeugen. Nun überlegt die EU strengere Regeln hierzu. Wegen welchen konkreten Vorfällen will die EU die Regeln verschärfen? Welche Änderungen wurden beschlossen oder werden erwartet? Vor 14 Jahren hat die EU eine Spielzeugrichtlinie verabschiedet. Seitdem hat sich viel verändert. Der Markt hat sich online ausgeweitet, aber auch das Spielzeug selbst ist digital geworden und teilweise mit dem Internet verbunden. Das EU-Parlament fordert eine umfassende Anpassung dieser Richtlinie, um den Schutz von Kindern weiter zu garantieren. Als Kind möchte ich vielleicht nicht mit giftigen Chemikalien spielen und keinen Teddybär haben, der meine Daten speichert und weitergibt, wann ich schlafen und wo ich spielen gehe. Nach dem Verbot von schädlichen Chemikalien brauchen wir eine stärkere Regulierung von sogenannten Smart Toys, die mit dem Internet verbunden sind. Diese sind bis jetzt nicht über die Richtlinie abgedeckt. Gerade in Bezug auf Sicherheit, den Schutz der Privatsphäre und die psychische Gesundheit von Kindern gibt es Schwachstellen. In Bezug auf Chemikalien fordern wir, dass es keine Ausnahmeregelungen beim grundsätzlichen Verbot von krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Chemikalien, den sogenannten CMR, mehr geben wird und mehr geben darf. Sicherheit und Transparenz im Netz sind ebenfalls wichtige Punkte. Hier müssen wir alles daran setzen, dass der Online-Verkauf von nicht konformen und gefährlichem Spielzeug unterbunden wird. Einige Länder wie Dänemark stufen Syrien als sicheres Herkunftsland ein. Somit sollen die Flüchtlinge abgeschoben werden. Sollten Flüchtlinge nicht diese Meinung vertreten und von Dänemark nach Deutschland flüchten? Wie würde dann die Rechtslage aussehen? Wir Grüne haben uns immer für einen allgemeinen Abschiebestopp nach Syrien ausgesprochen.
Ich selber habe mehrfach Briefe an die Innenministerkonferenz geschrieben. Nach 11 Jahren Konflikt ist Syrien immer noch kein sicherer Staat. Das Assad-Regime foltert und tötet immer noch systematisch die jedem, der nur den kleinsten Verdacht auf oppositionelles Denken hegt. Tausende Männer, Frauen und Kinder verloren bereits in den Foltergefängnissen des Regimes ihr Leben. Insgesamt sieht es in Deutschland so aus, dass Zivilisten nicht nach Syrien abgeschoben werden. Trotzdem brauchen wir eine Garantie dafür. Bereits traumatisierte Menschen dürfen nicht auch noch zusätzlich mit der Angst leben, wieder in einen Albtraum zurückgeschickt werden. Unter den syrischen Flüchtlingen waren auch viele Menschen, die traumatisiert wurden. Krieg, Leid, Folter und Vergewaltigungen. Wurden diese Menschen in der EU medizinisch betreut? Ist eine Integration überhaupt möglich, wenn Menschen derart traumatisiert sind? Integration ist immer möglich. In Koblenz fand im letzten Jahr der erste weltweite Prozess gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien statt. Angeklagt wurden 2 Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes. Während des Prozesses habe ich dort sehr starke junge Frauen kennengelernt, die selbst Folter in den syrischen Gefängnissen erlebt haben, überlebt haben, nach Deutschland geflohen sind und jetzt ihre Zeugenaussagen auf fließendem Deutsch geschildert haben. Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben und kämpfen nun von Deutschland aus für eine demokratische Zukunft ihres Landes. Um Traumata zu überwinden, ist psychologische Unterstützung essentiell. Hier müssen wir mehr unterstützen. Genauso wichtig ist für die Psyche, aber auch den Menschen die Angst zu nehmen, abgeschoben zu werden und Familienzusammenführungen möglich zu machen. Neben psychologischer Unterstützung brauchen wir ebenfalls rechtliche Beratung. Manche SyrerInnen finden sich in Deutschland mit Menschen wieder, die sie in den syrischen Gefängnissen zuvor gefoltert haben. Kriegsverbrecherverfolgung muss stärker finanziell unterstützt und europaweit vorangebracht werden. In einer Resolution hat das Europaparlament letztes Jahr genau das gefordert. Wie beurteilen Sie das Vorgehen Russlands gegenüber der Ukraine? Die Ukrainer fühlen sich vom Westen alleingelassen. Teilen Sie diese Meinung? Hätte man die Ukrainer nicht besser mit Waffen beliefern können, damit diese sich verteidigen können? Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erschüttert die ganze Welt, bricht mit jeglicher Menschlichkeit und der Charta der Vereinten Nationen. Kein Land der Welt hat das Recht, die Souveränität eines anderen in Frage zu stellen, nur weil es größer ist. Dieser Angriff richtet sich nicht alleine an die Ukraine, sondern ist ein Angriff auf unsere demokratischen Werte und Freiheiten. Die EU scheint dies verstanden zu haben und zeigt, dass sie in diesen Zeiten geschlossen zusammensteht und diese auf allen Ebenen verteidigen wird. Heute stehen wir in absoluter Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Mit seinem Angriff hat Putin das erreicht, was er eigentlich verhindern wollte: ein geeintes Europa.